Willkommen zurück zu einer neuen magisch qualvollen Folge Demon's Souls. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz magisch qualvoll mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wundersamen, wunderlichen Helden, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, es geht weiter. Wir sind hier immer noch im Turm des Grauens und ich hatte leider schon wieder ein bisschen Pech, denn ich habe vergessen, auf die Aufnahme zu drücken und habe jetzt ungefähr 5 Minuten gespielt. Man hat jetzt nichts Wichtiges versäumt, keine Panik, aber ihr wisst Bescheid. Hier drüben ist eine Lady, mit der habe ich eben gerade schon gesprochen, können wir auch gleich nochmal machen. Die Gewinner vom Gewinnspiel, die werden jetzt morgen angeschrieben, deswegen schaut gerne mal auf Discord, ob ihr eine Nachricht bekommen habt. Ansonsten gibt es jetzt einen weiteren Key noch zu gewinnen. Dafür einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ihr kennt das Ganze. Es ging mir schon besser. Ich war mal eine Adlige und ich kann euch ein paar schöne Dinge zeigen. Irgendwie alles vergammelt, aber die Brüste, die sehen noch frisch aus. So, die hat ein paar schöne Dinge, wie zum Beispiel Vollmondgras. Aber das brauchen wir nicht. Ring der Gier ist ziemlich geil. Dadurch bekommt man nämlich mehr Seelen. Für einen Grind auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man sich die Zeit nimmt, 50.000 Seelen zusammenzufarmen. Was auch nicht schlecht ist, ist hier der Mondlichtstein. Denn ich glaube, damit kann man eine Magieverzauberung machen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Zuvor waren hier viele andere gefangen. Doch sie wurden wahnsinnig. Und wagten sich nach oben aus freien Stücken. Erlösung? So etwas gibt es nicht. Ach, schon in Ordnung. Alles klar. Ich möchte hier bleiben, aber ich brauche Seelen, um bei Verstand zu bleiben. Ja, ich kenne das. Das wisst ihr natürlich schon. Ja, geht mir genauso. Ich brauche Seelen, sonst werde ich wahnsinnig. So, hier bitte nicht nach unten. Das wäre jetzt gar nicht schön, weil ich glaube, da kommen wir wieder ganz runter. Aber hier können wir, glaube ich, lang. Ja, jetzt war ich halt hier schon in 1-2 Ecken drin. Aber wie gesagt, das waren 5 Minuten, dann ist mir aufgefallen. So, ich glaube, hier war ich dann. Und hier bin ich dann runter. Und hier ungefähr bin ich stehen geblieben. Hier geht's auch nochmal runter. Dann geht's hier drüben hin. Können wir hier aufmachen? Ja, können wir. Die Leiche hier können wir auch runterschießen, und zwar mit, Moment, Magie. Flupp. Und dann bekommen wir hier Lotus, der gegen Gift hilft. Sesam, öffne dich. Gar nix. Komplett nix. Okay, das geht nicht, aber den sollten wir retten. Ich glaube, die hieß Frick oder sowas. Ey, du! Der ist auf jeden Fall ein Freund. Hier ist ein netter Kerl. Ja, wir brauchen den. Sehe ich haargenauso. Oh, seid ihr ein Mensch? Ich bin Frick. Ich bin schon ewig hier eingesperrt. Vielleicht könntet ihr mich ja befreien. Ich bin ein Weiser und kann euch im Gegenzug meine Macht verleihen. Oh, aber passt auf die Wachen mit den Tentakelköpfen auf. Ja, die kenne ich schon, mein Freund. Und die sind sehr unangenehm. Den können wir leider im Moment noch nicht befreien, aber der bringt uns Zauber bei. Der bringt uns Zauber bei. Deswegen ganz nützlich, der Kollege. Boah, ich hasse diesen Turm. Wirklich, ich hasse ihn so sehr. Er ist so unangenehm. Okay, hier können wir nichts machen. Schauen wir mal hier. Ah, hier schreit ja immer jemand rum und will Hilfe. Dieser hier ist es. Leider können wir den auch noch nicht retten. Ich glaube sogar, den können wir erst viel, viel später retten. Aber wir können mit ihm reden. Aha. Ihr seid noch bei Verstand, oder nicht? Ich heiße Riedel. Bitte, befreit mich aus diesem Kerker. Mir bleibt nur noch wenig Zeit.
Ich muss einen Gegenstand von meiner Leiche beschaffen. Würde ich sau gerne machen, Bro. Ich würde dich echt gerne holen. Okay, da hinten ist Ende, aber irgendwo ging es noch nach unten. Ey, hier ist eine Menge los heute. So viele Phantome, die wir hier sehen. Alright, 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 alright. Ich nehme lieber gleich das hier. Oh, diese Tentakel-Dudes, die machen mir Kopfschmerzen, du. Okay, warte mal. Geht's hier durch? Scheint verschlossen. Boah, wie öffnet man nochmal den hier? Das Problem ist, man kann auch die Schlüssel so schnell übersehen. War da oben noch ein Schlüssel? Warte nochmal hier hin. Weil die hängen ja einfach so an der Wand. Man kann die verdammt schnell verpassen. So, blauer Freund. Nee, hier hängt leider kein Schlüssel. Und hier kommen wir nicht durch. Bitte, helft mir. Ich würde es gerne. Aber ich habe mich verlaufen. Lalalalalal. Weil mir irgendwo ein Schlüssel fehlt oder so. Lass mal die Nachricht hier lesen. Was steht hier? Traurig? Nö. Seid ihr traurig? Also ich bin's nicht. Alright. Man hat keine Karte. Man hat keinen Hinweis. Man geistert hier umher. Und ist verwirrt. Auf ewig. Ich habe irgendwo einen Schlüssel übersehen. Weil normalerweise... Meide Geschosse. Weil normalerweise müsste es hier doch schon weitergehen. Leider erfährt man auch nicht... welchen Schlüssel man hierfür braucht. Na gut, ich mache mal hier kurz einen Cut und hol den Schlüssel, der wird irgendwo oben sein. Na also, hier habe ich nochmal was gefunden. Ich sage, die kann man schnell übersehen. Das kann durchaus passieren, dass man hier mal ganz schnell an einem Schlüssel vorbeirennt. Das müsste eigentlich jetzt der für unten sein. Ich weiß gar nicht, geht da eigentlich irgendwas hier? Hätten wir jede Menge Türen, die wir nicht öffnen konnten. Hier? Nö. Jetzt ist dann schon wieder der blaue Boy. Wir schauen noch ganz schnell die Tür hier an. Nö. Nee, nee, das kommt irgendwie später. Aber das müsste eigentlich der für unten sein. Und ich will jetzt endlich mal runter zum Boss, damit wir einen Schnellreisepunkt haben. Ein Kaltstein wird schon echt geil. So, müsste eigentlich hier gehen? Ja. E1. Und hier rennt eigentlich auch wieder ein Glöckchenmann rum. Und da hinten ist Super Meatball. Oh Gott, den gibt's ja auch noch. Den habe ich ganz vergessen. Den habe ich ganz vergessen, Freunde. Super Meatball. Der alles kann. Stechen, spritzen. Flammen waren, glaube ich, hier auch ganz gut. Okay, ich nehme mal Heilung hier. Ey, Super Meatball. Boah, der fiese Madman. Ja, der ist richtig fies. War der Magie anfällig? Ups. So. Nein, der interessiert sich kaum für Magie. Aber er macht einen Wahnsinns Damage. Ich hasse dieses Ding. No, 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 no. Vorsicht. Ich glaube, das One-Hit mich sogar in meinem Zustand. Gott sei Dank ist es relativ träge. Warte, warte, warte. Der charge doch schon wieder, oder? Ja. Ich mach den auf Nummer sicher. Kein Bock jetzt hier wegen ihm zu sterben. Oh, da war ich schon ein bisschen gierig. Na, bist du am Chargen?
Kein Bock drauf zu gehen, Kumpel, sorry. Gott, dieses alte Ding hält aber auch eine Menge aus. Er charge. Okay, warte. Schlabber, schlabber, schlabber. Alles gut. Der ist halt echt monströs. Ich will jetzt auch nicht gierig sein, er ist beinahe down. Ja. Oh. Das widerliche Ding ist weg. Der gibt auch ordentlich Seelen. Und altes Gammelgewürz. Schlabber. Mach ich mich mal direkt hier ein bisschen frisch. Ja gut, Feuer war jetzt Verschwendung. Ah, die befreien. Lieber töten, oder? Ich lasse mir irgendwann mal den Rücken fallen. Einige haben Messer. Ich gehe kein Risiko ein. Ich traue hier niemanden. Ich bin zu weit gekommen, um Mitleid zu haben. So, wo ist Mr. Glöckchen? Oh, da drüben ist ein Lizard. Oh, toll, den kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Er ist schon weg. Was haben wir hier Schönes? Seele eines unbekannten Kriegers. Okay, Moment, entspannt euch. Gibt's noch Loot? Auch da drüben gibt's noch was. Ich meine, irgendwo war doch noch ein Tentakelmann. Ich meine das zu meinen, dass es noch einen gibt. Noch mal eine Kriegerseele. Wenn ich all meine Seelen verdödeln würde, könnte ich mir sogar den Ring der Gier leisten. Ich bin verloren. Aber da wir eh nur zwei Ringe mit uns rumslappen können. Geh weg! Ich will mit dir nichts zu tun haben. Eben dachte ich gerade ganz kurz, da kommt noch einer. Klares Wasser, dankeschön. Was steht hier? Alles Gute zum Geburtstag? Danke! Ist aber nett. Silberarmreif. Warte mal. Was bringt denn der Silberarmreif? Ich muss erstmal Dinge weg. Der Spion-Dolch ist eigentlich auch ganz nett. Moment. Mhm. Ah, nee. Aber gib mir mal das hier. Was ist... Wie schwer ist das? Was ist das, was wir hier einsammeln? What? Ich meine, das Ding wiegt eigentlich so gut wie gar nichts. Hm. Ich meine, ich brauch's hier nicht, oder? Hauen wir sie mal weg. Moment. Sind hier alle nicht vonnöten. So. Haben wir unsere Ruhe damit. Ist das irgendeine Waffe, die ich hier einsammle? What? Na, guck mal an. Das Drachenschild ist ganz nützlich. Das kann ich, glaube ich, nicht tragen. Das könnte ich sogar anziehen. Ha. Huh. Würde mich nur minimal schwerer machen. Das geht eigentlich. Drachenschild. Okay, ich werde das hier wahrscheinlich mitnehmen.
für mich. Drachenschild ist eigentlich ganz cool. Wenn wir das ein bisschen aufwerten, ist das eigentlich ganz nett. So, weiter geht's. Seele. Ist ja wie Weihnachten hier drin, ne? Voll verwöhnt. Ganz viel tolles Zeug kriegt man hier geschenkt. Aber hier findet man auch echt voll wenig Heilung wieder. Wenn man das mal vergleicht so im Startgebiet, wie gut du da Heilung grinden kannst, wie du hier einfach gar nichts bekommst. Wie du hier einfach komplett leer ausgehst, was so Sachen angeht. Alles klar, hier ist gar nichts drin. Auch gut. Ey, lieber nix als tot. Okay, was steht hier? Grube voraus. Ja, die Gruben siehst du halt auch nicht, ne? Ja. Meide Schürze. Ja, 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 ja. Keine Sorge. Jetzt holen wir uns erstmal Le Baus. Oh nein, es kommt hier noch die Nummer mit den Fallen, ne? Ja. Aha. Aha. Ah, stimmt. Man kann da aber auch, glaube ich, durch, wenn man Skill hat, was ich nicht besitze. Boah, was ist das hier? Hier ist es sicher. Ah, stimmt, stimmt. Wartet mal. Konnte man... Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo, glaube ich, konnte man noch ein Item finden. Ein bisschen weiter weg, ne? So, Moment. Hier geht's wieder runter in den Tod. Die beste Option ist Rollen. Kann ich hier noch plündern? Boah, ich hab so Stuhl. So, hier konnte man ein Item holen. Dankeschön. Hoffnungskerker Aufseherschlüssel. Wo hat man den denn nochmal verwendet? Konnte ich damit Frick retten? Ich check das mal kurz. Nein, man kann ihn nicht befreien. Man kann ihn nicht befreien. Und ich bin gestorben. Und zwar hier drüben. Hab gerade die Tür aufgemacht, dann hat er hier einmal schön hingeschossen, hat mich aus der Ferne gesehen. Hab ich auch noch nie erlebt. Dass der hier so krass abgeht. Okay, die Seelen retten, das sind nämlich nicht gerade wenig. Alles klar, und Vorsicht, hier sind zwei, das ist auch ziemlich ekelhaft. Weg, 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 weg. Der andere kommt. Lass ihn kommen. So. Hui. Ja, die können dich mit einem Schuss wegholen. Mal nicht, mal doch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber der hat mich auf jeden Fall ordentlich zerlegt. Okay, hier drüben gibt es noch ein bisschen was zu mitnehmen. Bedienen wir uns. Ja, ist schon unangenehm. Also ich bin froh, wenn wir den Tower hinter uns haben. Oder zumindest, wenn wir die erste Hälfte hinter uns haben. Ich meine, Maneater müssen wir auch noch irgendwann kloppen. Aber der Weg hier runter, wenn man dann die Abkürzung hat, das ist schon ganz gut. So. Er sieht schick aus, der Turm. Er sieht sehr, sehr schick aus. Aber das war's dann auch schon. So, wir könnten jetzt rein theoretisch, glaube ich, zum Boss rüber joggen. Oder sind wir schon an dem Punkt? Weiß es gar nicht. Gott, ist das ein Monster, ne? Kann
wir das hier öffnen? Nachricht lesen. Was soll denn das? Das frage ich mich auch. Frage ich mich jedes Mal, was soll denn das alles? Ne, hier müssen wir, glaube ich, durch. Ah, wir sind beinahe da. Moment. Hier. Hier hin. Und dann schaut mal. Swamps. Babams. Das können wir auch hier alles mitnehmen. Gibt's hier nicht noch einen Ring oder so? Ja. Einen Ring. Ring der listigen Ratten. Und ganz viele Krieger sind hier verändert. So, wo ist der Ring? Moment, erstmal nehmen wir so eins hier. So. Das könnte uns einiges erleichtern. Und dann schauen wir uns mal den Ring an. Oh, ist eigentlich ganz nett. Und da drüben ist noch Loot, aber ich habe jetzt keinen Bock runterzufallen. Ich will jetzt erst mir hier Sicherheit verschaffen und dann bin ich bereit für alle Experimente dieser Welt. Aber erstmal hier drüben hin. Und dann können wir über Experimente nachdenken. Jetzt auch noch du. Oh, nicht gut. Nicht gut. Okay, die hält eine Menge aus. Oh nein, 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 warum? Nein! Jetzt hat die mich auch noch voll. Die hat eine Armbrust, soweit ich weiß. Vorsicht. Ich ignoriere die jetzt. Drauf. Ich hol mir die noch. Ist was? Ja, da kommt die Armbrust. Ja. Ja, die hat eine Armbrust. Und die macht böse Schaden, soweit ich das weiß. Jetzt muss ich da vergiftet rein, du. Mich dann direkt heilen. Nervige Alte. Moin. Muss mich heilen. Moment. Bleib cool da hinten. Bleib cool. Oh, da kommen schon irgendwelche angewackelt, ne? Na, wo ist denn die Heilung? Hier. Benutzen. So, können wir auch direkt ein dickes Kraut schnabulieren. Warte mal, ich bin immer noch vergiftet? Hä? Halt doch gegen Gift. Blutung? Gift. Oder habe ich Blutung? Ich dachte, ich wäre vergiftet. What? Das hilft nicht? Oh nein, echt jetzt? Kann man irgendwo seinen Status sehen? Seuche, Gift. Ich bin verseucht, was hilft gegen Seuche? Blutung, Gift. Ah, hier, oh Gott, ich hab eins. Oh. Ich hab gedacht, ich wäre nur vergiftet. Deswegen, ich dachte eben, warum wirkt das nicht? Boy. Kannst du doch einem alten Mann wie mir nicht antun. So. Erstmal hier die Kirchengänger erledigen. Ja, 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 ja. Ihr seid motiviert. Ihr wollt eurer Meisterin helfen. Ich glaube, die hat hier noch Fallen gelegt. Kann das sein?
Ah, ich zauber die weg. Ich will die da hinten noch nicht triggern. So. Götzenbild. Irgendwo in der Mitte ist eine Falle. So. Friss! Friss alles, was ich habe! Here we go. Ist wahrscheinlich eh der Fake. Ja, ist Fake. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, Falle! Nicht gut! Au! Bist du real? Ist da noch eine Falle? Da ist noch einer. Und dann passiert sowas hier. Auch nicht echt. Na, was? Was? Beweg dich doch. Was machst du denn? Kies. Hör auf damit. Ich beschwöre dich. Ist hier eine Falle? Okay, sie ist weg. Alles klar, hier ist die Trap. Au! Oh, da drüben ist auch noch einer. Die habe ich übersehen. Bist du echt? Nein. Fake! Fake! Mist, ich habe mich verdrückt. Aus Versehen Heilung genascht. Wahrscheinlich ist es die hier auch nicht. Oh, ich komm nicht durch! Drecks! Kirchenbänke! Das trifft mich hier. Oh Gott! Nein, 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 nein! Okay. Sei echt! Auch nicht! Es ist die da hinten! Au! Die trifft mich natürlich auch noch. Diese massiven Echtholz-Kirchenbänke! Why? Da ist da noch eine Falle! Okay, sie hat nicht mehr viel, Friendos. Welche ist es? Au. Oh. Oh Gott. Oh nein. Ich bleib hier hängen. Friss. Versuch die hier. Ist sie nicht. Ist sie nicht. Bitte, sei es. Ja. Ja. Die ist so nervig, die Alte. Aber nicht schwer eigentlich. Eigentlich ganz vertretbar. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich deutlich besser. Diese dämlichen Qualitätskirchenbänke. Aus Belgien. Die Pestklaue. Die Pestklaue, die kann, glaube ich, vergiften, ne? 55 Schaden macht das Ding. Hi, hier bin ich wieder. Kleiner Zeitsprung. Und zwar, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe den Typen da hinten nicht gekillt. Ja. Und wenn man den Typen da hinten nicht killt, hat man ein Riesenproblem. Ich bin jetzt nochmal hier hin, weil hier auch noch ein paar Sachen sind. Warte mal, die schaue ich mir direkt mal an. Okay. Das sieht cool aus. Das nehme ich mal mit. Alles klar, das nehme ich auch mal mit.
Okay. Ja, Feuerschaden ist ganz nice. Dafür aber ein kleines bisschen weniger Rüstung. Was haben wir hier? Ah, Feuerdamage. Ah, mal ein neues Outfit, warum nicht? Und hier haben wir noch einen Silberfokus, den brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl meiner... Ne, der ist auch fit. Dachte schon, meiner wäre beschädigt. Schick, 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 der werte Herr. Ja, den Typen da hinten, den muss man killen. Und wenn man den nicht tötet, kommt das Götzenbild immer und immer wieder. Ich sag ja, ich bin Noob. Ich bin Noob. Ich hab das alles null in Erinnerung. Es ist so lange her, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Ich dachte mir nämlich schon, ha, Moment, der Nebel ist ja noch da. Und jetzt rennen hier auch überall diese Tentakelmänner, Glöckli, wenn ich sie, wie ich sie immer so lieb nenne, die rennen jetzt auch überall rum und sind rot. Und one-hitten mich. Und halten sau viel aus. Und leider habe ich auch sehr, sehr viel Heilung verdudelt. Okay, warte mal, da will ich nicht hin. Ich will hier drüben rein. Na, eben gerade habt ihr es gesehen. Die sind jetzt rot und böse. Das ist legendär. Jetzt gehen wir hier ganz schnell nach oben. Auch diese ganzen Laufwege, ne? Diese ganzen extremen Laufwege in dem Spiel. Hier ist halt alles so riesig gebaut. Ich krieg einen Drehwurm. So, der Typ da hinten, der will nicht getötet werden, ja? Klar, logisch. Er hat da nicht so wirklich Bock drauf. Man kann es verstehen, was steht hier? Ich stecke in Schwierigkeiten, bitte empfehl diese Nachricht. So, wir rennen hier durch. Jog, jog, jog. Öffnen diese Tür. Und jetzt sind wir auch hier in der Kirche wieder drin. Halt nur oben. Na, mein Freund? Nimm dich in Acht, hier ist ein Lügner. Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwör's. Du machst eine Menge Ärger. Solange der lebt, du bist vertrauenswürdig. Kommt nämlich die Alte immer wieder, jetzt kann sie noch mal töten, weil ich, ja, Noob bin. Weil ich ein Noob bin, kann ich sie nochmal schlachten gehen. Und diesmal mit schlechteren Karten, denn ich habe weniger Leben. Ah, wenn ich unten lande, Schatz. Ich kann es mal versuchen. Boah, die Armbrust-Tussi schießt jetzt schon auf mich. Okay, das ist nice, weil gegen sie ist es auf jeden Fall sehr nützlich. Aber die ignorieren wir jetzt, weil ich endlich den verdammten Stein haben will. So, here we go again. Sind auch die Diener wieder da. Na. Bleib mal schön hier. So, wir triggern sie noch nicht. So. Na komm schon, echt jetzt diese Kirchenbänke aus Stahl. Bam. Bam. Was kriege ich hier? Noch ein Lotus. Mit Gift. Aber wir boxen uns da durch, Mann. Wir sind keine Aufgeber. Auch wenn es qualvoll ist. So, hätten wir das. Und jetzt kommt den einen da hinten noch. Ah, oh, bleib doch in meiner Reichweite, Dude. Moin. Komm schon, gib hier. Stich da noch ein bisschen rein. Stich rein. Die ist eh nicht echt. Nee. Die ist es nie. Zweimal die Alte erledigt. Ich bin echt ein Held. Komm schon. Komm schon. Komm schon.
Ah, sie entkommt nochmal. Very unangenehm. Und sie ist fake. Sie ist fake. So, ist hier eine Falle? Ich weiß es nicht, aber sie ist echt. Komm schon. Ja. Die ist eigentlich so easy, wenn man nicht diesen dämlichen Fehler macht, den ich gemacht habe. So, jetzt ist sie wirklich besiegt. Jetzt kommt sie auch nicht wieder, siehst du? Hier, zack. Warte mal, warte mal. Ich werde hier direkt bombardiert. Ich werde hier direkt bombardiert. Alright. Alright. Hello, da ist er endlich. Huh. Long time ago. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.